Hi, wir freuen uns, hier sein zu können und wir zeigen euch heute unser digitales Lab, mit dem wir Workshops und Formate neu gestalten und wir kreieren damit Experiences, die spaßig und produktiv sind. Wir möchten außerdem unsere Erfahrungen und Learnings aus unseren eigenen digitalen Formaten mit euch teilen. Ich bin Niklas. Und ich bin Marcel und wir sind beide Designer und Manager bei MAP. Wir haben einen Fokus auf Designsysteme und Interaction Design und arbeiten mittlerweile seit über 10 Jahren zusammen. Workshops sind ein sehr großer Bestandteil unserer Arbeit. Wir bringen Menschen zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln und Ideen zu generieren. Mit dem Switch auf immer mehr digitale Workshops hat sich aber unsere Situation sehr schnell verändert. Also wir haben immer mehr Routine bekommen. Alles fing an, gleich auszusehen. Und es gab immer weniger Abwechslung. Templates, die sich einmal etabliert haben, wurden immer weiter verwendet. Das hat uns sehr frustriert. Wir machen unsere Workshops, um zu begeistern. Wir wollen Kunden aus ihrer Umgebung herausholen. Wir wollen frei sein von Beschränkungen. Und wie funktioniert das, wenn ein Workshop in einem Browserfenster mit anderen Apps und Services konkurriert? Und ja, da haben wir überlegt, werden wir unseren eigenen Ansprüchen überhaupt noch gerecht? Und dann haben wir einen neuen Workshop vorbereitet. Wir haben dabei alte Fotos aus unserem Lab in Berlin angeschaut. Das ist unser Ort der Zusammenkunft, der uns immer sehr wichtig war, der sehr zentral ist für uns. Und wir haben uns erinnert an die vielen kreativen Sessions, die sich so gut angefühlt haben. Ja, und die viele Freude und die random Interaktionen, die es da gab. Und dann haben wir während der Vorbereitung für den nächsten Workshop auf einige Fotos noch mal ein bisschen genauer geschaut und dabei ganz speziell auf Objekte geachtet. Zum Beispiel das grüne Sofa oder die Paletten, die flexibel als Tisch oder Sitzgelegenheit genutzt werden. Die kleinen bunten Hocker, die Flipcharts, die Whiteboards. Das sind alles interessante Objekte, mit denen wir Emotionen und Momente verbinden. Und ohne groß darüber nachzudenken, haben wir dann angefangen, ein paar davon einfach als Vektorobjekte nachzubauen. Nach dem Sofa folgten dann die Paletten, dann kam die Lampe, dann kam der Hocker. Und nach einer ersten Session hatten wir bereits einen Grundstock an Elementen aus dem Lab. Und dann haben wir die Komponenten zu einem Raum arrangiert und immer mehr Ideen bekommen. Zum Beispiel könnte man ja direkt an einem Whiteboard arbeiten, man könnte direkt Post-its drankleben etc. Und es hat total Spaß gemacht, sich mit den Objekten wieder zu beschäftigen. Genau, und dann ganz als nächstes stand akut der nächste Workshop an. Und wir haben spontan einfach die ganze Agenda umgekippt und verworfen und haben diesen neuen Approach einfach mal ausprobiert. Das heißt, unser digitaler Workshop war jetzt einfach in diesem ganzen Lab-Umfeld, den wir neu kreiert haben. Das heißt, der erste Raum war der Willkommensbereich und der zweite Raum war dann der Bereich, wo wir die Agenda einmal gemeinsam durchgegangen sind und im dritten Raum haben wir dann gemeinsam das Tooling besprochen. Und wir waren ziemlich gespannt, weil machen alle mit? Wird unser Konzept ernst genommen und ist das Workshop-Konzept produktiv? Das haben wir uns alles gefragt und die ersten Eindrücke jetzt aus unserem Workshop möchten wir jetzt mit euch teilen und das seht ihr hier in unserem MVP. Und was wir beobachten konnten war, es gab keine richtigen Berührungsängste mehr. Die Neugier, das ganze Neue, was da zu sehen war, das war einfach überwältigend und die Aufmerksamkeit war dementsprechend sehr hoch. Und das hat eben dann auch wirklich den Unterschied gemacht, dass gar nicht mehr jemand abgelenkt war, sondern sie waren immer alle in dem Workshop dabei und das hat dann dazu geführt, dass eben die Aufmerksamkeit immer nur bei uns lag. Und wir haben natürlich auch versucht, bekannte Elemente wieder mit reinzubringen. Das heißt, diese bekannten Elemente aus dieser Agenda zum Beispiel auf ein Whiteboard zu packen und dieses Whiteboard dann eben als Element zu nutzen, was in diesem Workshop auch mit integriert war. Das heißt, wir hatten dann eben auch die Möglichkeit, eben diese bekannten Elemente zu benutzen, um zum normalen Workshop zurück zu referenzieren und Vertrauen aufzubauen, weil der Kontext irgendwie bekannt war. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass die Leute sich wohlgefühlt haben und eben auch besser mitarbeiten konnten insgesamt. Und zum Weiteren waren da eben auch noch die Whiteboards, die eben auch so ein bisschen diesen produktiven Charakter übernehmen sollten. Und zwar, dass wir dann auch die Whiteboards eben nutzen konnten
als einen gewissen Ankerpunkt für die Leute, die sich auch nicht so sehr wohlgefühlt haben in diesen digitalen Workshop-Tools. Da gab es ein paar von. Und dadurch, dass wir eben bekannte Elemente wieder benutzt haben, war das Vertrauen und die Normalität, eben sich in einem Workshop zu befinden, wieder gegeben. Das heißt, es war viel mehr da, Orientierung und Sicherheit eben in diesem Kontext zu arbeiten, der sonst ja eigentlich relativ neu war. Und so hatten wir eben die Möglichkeit, auch Teilnehmer mit einzubeziehen, die sich vorher vielleicht ein bisschen mehr abgesondert hätten. Und zum nächsten haben wir dann natürlich auch unsere Räume, die eine natürliche Orientierung gegeben haben. Die Räume waren dann eben schön aufgeteilt in einzige farbige Unterteilungen und das hat eine klare Struktur gegeben. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, eben auch so automatisch Orientierung über diese ganzen Räume zu schaffen, was das ganze Navigieren natürlich wesentlich einfacher gemacht hat. Und die Interaktion untereinander hat dann auch ein sehr angenehmes Arbeiten erzeugt. Das heißt, diese Orientierung über diese horizontale Linie war einfach sehr maßgebend, um schnell und effektiv sich in diesem neuen Workshop-Konzept dann auch zurechtzufinden. Und was darf natürlich auch nicht fehlen in einem Workshop, auch wenn er digital ist, da muss mal eine kleine Pause gemacht werden. Und diese kleine Pause findet dann eben auch wie hier an der Kaffeemaschine statt, wo wir dann eben auch einfach mal uns zurücklehnen können, einen guten Kaffee ziehen können und uns vielleicht auch einfach wieder ein bisschen bewegen und in Gespräche kommen. Was wir auch noch probiert haben, sind kleine Minigames. Und diese Minigames waren für uns auch sehr wichtig, um zu schauen, okay, wie können wir dann eben diese Spiele auch mit integrieren, um Abwechslung mit reinzubringen, um diese Spiele auch, um die Leute auch dann gemeinsam zu integrieren. Und das war eben sehr wichtig, weil durch diese Spiele auch positive Erinnerungen geschaffen wurden. Und das Feedback war dementsprechend dann eben auch ziemlich gut. Also wir waren sehr begeistert und was man sehen konnte, war eben, dass das funktioniert scheinbar, wie wir das uns gedacht haben. Lass uns mal gucken, was genau da passiert ist. Alle waren mental an einem Platz, alle haben zusammengewirkt, alle haben sich an einem Ort eingefunden und auf die Story eingelassen, dass sie gemeinsam mit uns in einem Lab sind, dass sie gemeinsam an einem Ort sind, dass sie sich treffen und dass sie Teil dieser Story sind. Wir haben gemerkt, es ist viel weniger Ablenkung, viel weniger mal eben was anderes checken nebenbei, viel weniger andere Browserfenster offen etc. Die TeilnehmerInnen haben gesehen, was wir da für ein Level an Detail reingebracht haben. Also wir haben Logos auf den Tassen gehabt, selbst die kleinen Stifte haben ein Logo gehabt, wir hatten die richtigen Paletten, die richtigen Farben etc. Dadurch hat man einfach diese Wertschätzung von uns gespürt. Es wurde viel rumgespielt. Wir haben zum Beispiel ein paar einzelne Objekte extra nicht gesperrt, sodass man die einfach duplizieren konnte, verschieben konnte, herumwerfen konnte. Und dann hatten wir zum Beispiel ein paar Bierflaschen da drin oder eine Bierflasche, die wurde immer weiter dupliziert, unter den Teilnehmern verteilt oder Blöcke, mit denen Türme gebaut werden. Und ganz speziell haben wir noch eine Gans hinter ein paar Blöcken versteckt und die wurde gefunden und die wurde dann immer weiter durch den Workshop mit durchgezogen. Total random, aber hat für viel Freude gesorgt. Was auch passiert ist, dass sich die Leute erinnert haben. Ach, hier war ich doch schon mal. Mensch, das habe ich doch schon mal gesehen. Das sieht ja aus wie bei euch. Oder hier freue ich mich, bald wieder da zu sein. Ja, wir waren wieder Gastgeber. Man hat sich daran erinnert. Man konnte anknüpfen an Bekanntes. Und das hat einfach gleich auch wieder eine super Stimmung hergestellt, weil es diese gemeinsame Basis wieder gab. Was wir auch gesehen haben, wir mussten das Konzept kaum erklären. Wir haben gemerkt, okay, alle fliegen von selbst rum, alle gucken sich die einzelnen Stages an, die einzelnen Objekte und wir mussten kaum groß sagen, wie funktioniert das Ganze, weil wir wirklich alle neugierig hatten an der Stelle. Und wenn jemand verloren gegangen ist, dann war es eigentlich auch immer ganz witzig, wenn man die Person dann wieder mit nach vorne gezogen hat, weil es einfach diesen spielerischen Charakter hatte auf einmal. Ja, man kann eigentlich sagen, dass so ein Team entstanden ist. Und da haben wirklich Leute mit viel Spaß und viel gelacht zusammengearbeitet für den Tag und sich darauf committed, wirklich produktiv zu sein. Und es war eine ganz lockere Atmosphäre. Und ja, das war ein sehr schöner Effekt, den wir da gesehen haben. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass wir ganz anders denken. Wir überlegen ganz anders. Wir haben früher oder traditionell eher überlegt,
traditionell eher überlegt, welches Template nutzen wir oder haben wir da noch was, was wir aus einem früheren Workshop nehmen können? Und wir überlegen jetzt eher, welche Experience wollen wir bieten? Welche Workshop-Welt wollen wir erzeugen? Welche Interaktionen gibt es? Welche Gefühle und Stimmung wollen wir mit rübergeben? Das heißt, wir haben da einfach jetzt eine ganz andere Ebene gefunden, während wir Experiences vorbereiten. Das hat uns sehr motiviert. Das heißt, wir haben ein neues Side-Project für uns entwickelt und viele Abende und viele Nächte mit viel Spaß und Freude damit verbracht. Mhm. Und wir freuen uns jetzt sehr, euch das Lab-Kit zu zeigen. Mit dem Lab-Kit kann man spielerisch eigene Workshop-Welten erschaffen. Man kann Workshops damit machen, die Spaß machen und die produktiv sind. Und ja, ich freue mich sehr, da jetzt mit euch reinzuspringen. Und Marcel gibt euch jetzt eine kleine Demo. Ja, sehr gerne. Also, in dieser kleinen Demo fangen wir eigentlich erstmal damit an, das einfache Raumlayout uns auszumalen. Also das heißt, wir haben erstmal auf der horizontalen ein paar Räume und natürlich auch gerne in der vertikalen. Die sind flexibel in der Länge, damit wir auch unterschiedlich große Räume haben. Und wir haben unsere ganzen gecrafteten Komponenten. Das ist natürlich das Essentielle daran und das ist auch ganz gut gewesen, weil wir da schon ein paar Erfahrungen hatten in Richtung Designsystem. Weil da sind die Ähnlichkeiten natürlich groß. Wir haben Varianten und verschiedene States, die diese Komponenten haben. Nehmen wir zum Beispiel mal die Tassen. Die Tassen haben unterschiedliche Brandings, die wir anwählen können. Man kann sie füllen mit Inhalt und kann vielleicht auch noch ein bisschen heißen Rauch aufsteigen lassen, sodass wir dann eben schon auf dieses kleine Detail auch achten können oder einfach Stühle in der Farbe variieren können oder einfach mal Licht anschalten können. Das sind alles Sachen, die machen es natürlich extrem spaßig, mit solchen Komponenten dann auch so einen Raum auszugestalten. Und wir können uns jetzt mal ins Einrichten machen und wir haben das Ganze schon mal vorbereitet, weil wir wissen aus der Erfahrung, wenn wir das jetzt live machen würden, würde das auf jeden Fall nicht funktionieren, weil wir uns in den Details verlieren würden. Also springen wir mal in den ersten Raum rein. In den ersten Raum fangen wir dann eigentlich erstmal damit an, dem Ganzen ein bisschen Charakter zu geben, indem wir dem Ganzen schon mal eine Wandfarbe geben und eine Bodenfarbe. Damit haben wir schon mal die Grundlage gelegt. Aber jetzt kommt das Wichtige. Wir gehen dann einfach in unsere LabKit-Komponenten rein und können aus diesen Komponenten einzelne Komponenten direkt in unseren Raum mit reinziehen. Das heißt, der Raum hat dann schon mal so eine gewisse Grundlage. Aber was wir dann eben auch gemerkt haben, das Detail und die Menge der Details machen nachher auch den Unterschied. Und das Ganze kann man dann natürlich auch noch so anreichern, dass wir dann noch eine Lampe an der Decke haben, ein paar Pflanzen, die man überall schön dekorativ hinstellen kann und die kleine Kaffeetasse, die man auch noch auf dem Tisch platziert, damit das Ganze ein rundes Bild gibt und dann auch in Richtung eines echten Raums den Teilnehmer und die Teilnehmerin auch wirklich abholen kann. Und als nächstes sind die Variants, die wir haben, eben super. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Räume haben, hier würde sich zum Beispiel eine Küche ganz gut anbieten, dann können wir unsere Blöcke einfach nehmen und diese Blöcke so umformen, dass wir dann eben auch zum Beispiel einen Küchenblock haben und dann einen Küchenblock vielleicht, der auch eine Spüle mit drin hat. Und diese vielen Kombinationsmöglichkeiten ereignen dann eben schnell einen Look. Und den können wir dann aber auch auf ein kleines Level mitnehmen, indem wir dann zum Beispiel auch so kleine Komponenten wie zum Beispiel eine Wasserflasche nehmen und die dann platzieren und dann aus dieser Wasserflasche auch ein Bier machen können oder eine Limo, die sich dann die Personen, die in dem Workshop teilnehmen, dann eben auch greifen können, mit rumnehmen können und damit dann auch einfach Spaß haben. Zum Weiteren ist es natürlich auch wichtig, und das kennen wir auch aus unseren anderen Jobs, dass das Ganze natürlich auch irgendwie einen harmonischen Look haben muss. Das heißt, es muss harmonisiert sein und es ist wie ein Designsystem auch nach einem Grid und nach einem bestimmten Winkel angelegt, sodass eben auch alle Komponenten einheitlich zueinander passen, wenn man die dann zum Beispiel gemeinsam in einen Raum kombiniert, und das kann ja in sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten sein, so wie man eben lustig ist und Lust hat, dann muss das auch eine harmonische Gesamtwirkung haben und dann ist es eben wichtig, dass das Ganze eben diesen einheitlichen Look hat, auch mit dem Lichteinfall, sodass es dann, wenn man es komplett platziert hat, dann eben auch einen schönen harmonischen Look eben ergibt. Des Weiteren haben wir auch unsere Whiteboards weiterentwickelt und iteriert. Das heißt, sie sind jetzt auch beliebig zu skalieren. Und das ist gut, weil sie so nicht mehr in der Nutzung einschränken. Wir haben dann also nicht mehr nur das kleine Whiteboard, was wir zuvor hatten, sondern wir haben jetzt auch verschiedene Whiteboards, die man an die Wand hängen kann, die man auf den Boden stellen kann. Und das, was man dann eben in einem Workshop erarbeitet, findet genug Platz auf diesen Whiteboards, sodass wir dann auch eben immer genug Platz haben, unsere Ergebnisse auf diesem Whiteboard zu platzieren.
Zudem ist das Schöne an unserem System, dass es eben nicht nur in der Horizontalen geht, sondern auch in die Vertikale hochgehen kann. Und das hat eben auch mehrere Gründe. Zum Beispiel, wenn man eben auf der Vertikalen diese Verbindung schafft, zum Beispiel über eine Leiter oder wie hier über eine Treppe, dann hat man eben die Möglichkeit, auch zum Beispiel in einem Workshop einen Akzent zu setzen, indem man nochmal in einen höheren Raum abspringt oder thematisch eben auch in der Agenda einfach in einen anderen Bereich gehen möchte. Und dieser neue Bereich, der kann dann eben auch völlig anders aussehen, weil er A, in einem anderen Stockwerk ist, aber B, natürlich auch völlig anders gestaltet ist. Der sieht völlig anders aus und hat auch eine völlig andere Einrichtung. Und so ist es eben gut für diejenigen, die sich dann in diesen Raum begeben, dann auch eben mental in einem anderen Raum und in einer anderen Thematik sich zu befinden. Was eben auch noch schön ist, wir können bei unseren Komponenten super auch Widgets und Plugins positionieren. Wir haben hier zum Beispiel einfach mal eine kleine Gaming-Area eingerichtet und in dieser steht ein Arcade-Automat. Und da haben wir dann einfach mal das Flippy Bird Plugin oder Widget von Jackie Chui eingefügt und wir können das dann direkt auf der Arcade-Maschine platzieren. Und wenn man mal ein bisschen Zeit zwischendrin im Workshop oder in einer Pause hat, kann man sich einfach mal hinstellen und kann versuchen, die Highscore zu knacken. Was wir aber auch gemerkt haben, ist es, dass es eben nicht immer sein muss, dass der Raum irgendeinen Zweck erfüllt oder einen Sinn haben muss, sondern es ist auch ganz schön, wenn dieser einfach mal völlig random gestaltet ist und dann eben auch, wenn jemand in diesen Raum sich begibt, dann eben auch dafür belohnt wird, dass er diesen Raum erkundet, sich umschaut und die Details entdecken kann. Vielleicht finden Sie ein paar kleine Easter Eggs, die wir platziert haben und einfach die ganze Detailliebe, die wir reingesteckt haben, aufgesaugt wird. Wenn wir uns jetzt die Variant des Kamins mal genauer ansehen, dann sehen wir, dass wir hier einfach auf den Kamin gehen können und hier switchen können. Kamin an, Kamin aus, ganz simpel, kann direkt eine Stimmung herstellen. Das haben wir auch bei vielen anderen Komponenten. Und das ist schön, weil man das Ganze auch in FigJam im Workshop machen kann, kann auch einer der TeilnehmerInnen sein, kann in der Vorbereitung passieren. Also es gibt einfach noch viel mehr zu entdecken und viel mehr Variablen, um einen eigenen Vibe herzustellen. Was wir auch machen können, sind Custom Themes. Das heißt, wir können wirklich das Branding einer Firma in das Lab mit reinbringen. Ne? Da können wir ein ganz stimmiges Gesamtbild für eine Firma bieten durch die richtigen Farben, die richtigen Stühle, wie hier in dem Beispiel die flexibel eingesetzten Paletten, die Wallpaper auf dem Bildschirm oder die eigenen Produkte oder wie hier auch die Magazine an der Wand. Also hier können wir wirklich über Themes sehr viel Individualität mit reinbringen. Und beim Erstellen sind uns immer noch viele weitere Ideen gekommen. Wie schön wäre es jetzt noch, wenn man die Kaffeemaschine brühen hören könnte, wenn die Flasche aufploppen würde oder einfach Musik über einen Plattenspieler anmachbar wäre. Und ja, dafür haben wir den SoundDot entwickelt. Der SoundDot ist ein FigJam-Widget, der macht alles noch spielerischer, immersiver. Mit dem kann man Sounds an Objekte kleben und diese dann abspielen. Beispielsweise der Kamin von eben, wenn man da jetzt draufklickt, kommt ein entspanntes, knisterndes Feuer, was man im Hintergrund hören kann. Und man bekommt einfach noch eine weitere Ebene zum Erkunden und noch mehr Interaktion für alle. Oder der Turntable, auf den ich klicken kann, der dann ein paar Lo-Fi-Beats abspielt, die beim Arbeiten Spaß machen. Und den Play-Button haben wir skalierbar angelegt, sodass wir ihn kleiner oder größer machen können, sodass er nicht zu obtrusive ist, ne, dass er sich nicht über die Objekte legt. Und ja, ein schönes Detail ist auch, dass man immer sieht, wer gerade welchen Sound entdeckt. Das ganze Konzept ist für uns eine absolute Inspirationsquelle. Wir kommen ständig auf neue Ideen, die wir ausprobieren wollen und wir müssen uns tatsächlich oft selber bremsen. Und ja, wir haben hier noch ein paar Beispiele mitgebracht, die bei uns super funktionieren. Zum Beispiel haben wir hier den Persona Room. Statt dem Text-Template, was wir ausfüllen, bauen wir jetzt Räume. Wir gestalten den Raum, der die Person widerspiegelt. Wir reflektieren auf einer ganz anderen Ebene, weil wir uns wirklich mit der Person auseinandersetzen. Wie lebt sie, wie arbeitet sie etc. Und haben da sehr viel Spaß dran, das auch im Team gemeinsam zu machen und auch immer mal wieder hin zurückzukommen und weiter daran zu arbeiten. Macht sehr viel Spaß. Und den Team Room für Teamrituale. Da treffen wir uns drin, wir füllen die Regale mit persönlichen Items, über die wir gerne sprechen. Bücher, Alben, Playlisten, Serien, Filme. Und ja, unser Team gestaltet dann auch die Wand jedes Mal anders und ist einfach ein schöner, fester Ort, an dem man immer zusammenkommt. Wird super angenommen. Wir denken aber auch ein bisschen größer. Wir schicken manchmal auch Teams ins Weltall. Im Space Lab ist unsere Welt ganz klein und unsere Beschränkungen sind ganz weit weg. Und auf die Ideen ist das oft eine ganz andere Perspektive. Und man ist völlig frei vom Hier und Jetzt. Und das macht auch extrem viel Spaß, da mal ein Team hochzuschicken.
Ja, ganz wichtig ist für uns, nach einem Workshop erinnert man sich nicht an spezifische Fakten oder Features, sondern man denkt daran, wie habe ich mich gefühlt. Und unsere TeilnehmerInnen schenken uns das Wertvollste, was sie haben, ihre Zeit. Und für uns ist es deswegen extrem wichtig, Experiences zu craften, bei denen Beteiligte Spaß haben und unsere Wertschätzung spüren. Mit Design und Storytelling kann man extrem viele kreative Potenziale entlocken. Man kann Prozesse zugänglich und verständlich gestalten und man kann viel Spaß und Randomness mit reinbringen. Und wir hoffen sehr, dass unser Weg und unsere Ideen euch inspirieren, Formate mit Liebe zum Detail zu gestalten. Egal ob Workshop, Training oder Sales Pitch. Wir haben super viel Spaß mit unserem Lab-Kit und unseren digitalen Experience. Wir arbeiten auch daran, unser Lab-Kit für euch verfügbar zu machen. Stay tuned for more. Und wir sind total gespannt auf euer Feedback und eure kreativen Ideen. Meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Ja, vielen Dank und weiterhin viel Spaß auf der Config.